Ja, willkommen, mein Name ist Danny Rölpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zilla 2. In der letzten Folge haben wir ja so viel erreicht, wir haben eine Katze gefunden und somit auch einen Auftrag abgeschlossen, den wir jetzt auch abgeben. Und ja, damit machen wir, würde ich sagen, weiter und Erledigung melden. Yay! Sehr schön, okay. Da gucken wir uns mal an, habe ich irgendwie so Sachen gefunden? Jawohl, Ei der Down. Sehr schön. Und Eier haben wir auch. Ich brauche es auf der Stelle. Davon habe ich auch schon viele gesehen. Auf Beutezug. Sehr schön. Tut mir leid übrigens, dass ich nicht alle Sachen hier lese, aber ja. Ich sitze doch lang genug da, damit man es lesen kann. Also ja. Also so hat Gefühl, sind irgendwie so. Weiß ich nicht. Nicht gerade wie schon. Abwechslungsreich? Ja. Fähigkeitenbuch, Lebensstärke, hallo. Okay, Sheraton. Sehe ich hier. Entschuldigung. Boah, mein Gott. Ich sehe viele Sachen in Sheraton. Das heißt, wir sollten mal nach Sheraton gehen. Okay. Würde ich sagen, wir tun die erstmal alle aufgeben. Warte, meiner war in Sheraton, ne? Tiefwald, ja. Nehmen wir erstmal alles so was hier im Sheraton irgendwie. Zu erledigen ist zwar hier, hier, was? Oh. Ja, also ich muss sogar hier welche erledigen. Boah, okay, machen wir hier die Substrap Höhenstraße, würde ich sagen. Da waren wir ja letztens. Substrap Tiefenwald Höhenstraße. Ja, dann tun wir. Dann gehen wir noch mal zur Sapsap-Höhenstraße. So, und jetzt muss ich mal gucken, ist hier wirklich eine Katze oder habe ich mir nur eingebildet? Und nee, ist keine Katze, aber hier muss auch irgendwo eine sein, ne? Ist übrigens noch nicht zurückgekehrt. Deswegen. Ja. Deswegen müssen wir noch warten. Klingt gut, ne? Ach ja, wir haben einen neuen Arzt gelernt im letzten Part. Eine ganze Menge. So. Muss meinen Stuhl mal kurz ausrichten. Okay, die werde ich wahrscheinlich auch screen alle ausrüsten und so. Mein Gott. Okay, gehen wir mal mit denen hier durch. Geschicklichkeit, ja, die ganzen Werteverbesserungen auf jeden Fall. Starker Arm. Bricht Angriff durch Springen ab. Übertaktet. Je, hab ich nicht. Verdammt. Kein TP-Verbrauch, ja. Ja. Das ist irgendwie wichtiger, finde ich. So. Dann Geist, jawohl. Immer schön die Werte hier aufballern. Du hast schon genug. Ich habe übrigens auch ein paar Gegner hier so geplättet, von denen wir FP-Bonus bekommen. Also, keine Ahnung. Ein Chipsi oder wie auch immer die heißen. 20.000 Mal besiegen und dann kommt dieser bestimmte Charakter irgendwie plus so und so viel FP. Das mache ich auch offscreen sehr oft. Und das bringt es ehrlich gesagt, finde ich. Ja, so geil. Und als Lauf. Ja, okay, das wird schon gehen. So, Mitglieder sollten wir auch mal auswechseln. Ich will nicht Roan steuern. Ich möchte. Wieder kann er drin bleiben. Nein. Ja, sie musste nur noch einmal klauen. Du musst jetzt, glaube ich, nur ein, zweimal ausweichen. Okay, dann machen wir so. Ich bin ein bisschen blöd, dass wir Ludger nicht mitnehmen können. Also da lassen können. Da müssen wir mitnehmen. Nee, so eine Katze, oder? Nein. Was? Prüfen. Gelatine. Okay. Warum auch nicht? Dann gucken wir hier auch noch mal. Nein, okay. Muss mal gucken, wo, na. Warum vergesse ich immer, wie ich meinen Satz zu Ende bringen will? Was soll denn das eigentlich? Heute habe ich es irgendwie. Ja, bei den Galliern. This job is for a really rare item. I don't know if we'll find it through normal means. Why not ask the cats to do it? So, komm mal hier direkt eine ganze Armee. Genauso wollte ich das nicht haben. Egal. Hier, töten wir. Ich hätte mich ausruhen sollen, ich Idiot. Zack, Elise.
Hier wollte ich eigentlich gar nicht. Ich kann nicht, was ich eigentlich gesagt habe. So, ihr beiden müsst mal machen. Mit euch kann ich in Verbindung sehr gut klauen. Ich muss, glaube ich, nur ein oder zweimal klauen. Den Stab auch noch ein paar Mal verlängern. Bei ihr finde ich das irgendwie sehr viel schwieriger als bei Jude. So. Na, habt ihr gesehen, wie ich ausgewechselt habe? Schnell, aua. Lass mich einmal den Stab verlängern. So. Ich glaube, sie hatte genau 49 Mal. Jude hatten wir auch schon lange in der Truppe, habe ich so das Gefühl. Noch mal kurz mein Mikro richten, danke. Konterart und Salbe nach unten. Kraft der Verlängerung. Nein. Guck mal her. Bei uns. Spam. Verdammt, beinahe 50. Wird ein Jackpot knacken. Oh Gott. Wechselt aber auch immer irgendwie zwischen den anderen Waffen, ne? Kann irgendwie nie bei einer Waffe bleiben. Oh, Rezepte sollte ich einsetzen. Auf der Kanal erledigt gemeldet werden. Ich habe keine Ahnung welcher, aber egal. Meine Katze ist zurückgekehrt. Sehr schön. Gib mir was. Milas Stirnfransen-Replikant. Was? Okay. Sagen wir noch irgendwas, was nur noch ein übrig hat? Nö. Verdammt. Dann mach hier schnell. Ja, was haben wir als Neues gelernt? Überschreitungsverlängerung. Das ist immer gut. Okay. Warum wird er jetzt nicht mal so angezeigt? Ihr habt das und das und das gelernt. So, was habe ich hier gefunden? Was? Ach, das Ding, mein Gott. Warum? Aber du sahst von denen irgendwie so komisch aus. Ja, wollte doch nur gucken. Wir dürfen aber nicht vergessen, auch noch irgendwann in Zapfab anzukommen. Warum bin ich schon wieder verbunden? Nicht, dass ich es nie im Leben nicht haben wollte, aber oder irgendwie so. Ich weiß schon, was ich meine. Glaube ich. Hey, und ich finde das so gut, dass wir jetzt 8 Angriffe haben, die wir setzen können. Kann ich die ganzen alten Angriffe wieder bestimmte Dinger tun, wo es auch gewohnt ist. Ich habe nicht. Ah. Allerdings habe ich immer noch so einige Attacken im Kopf, die ich noch. Ja, ich habe keine TP. Ah. Ja, wir sollten mal mit Schub ein bisschen ausweichen. Dabei ihm geht das so schnell. Bei ihm schaffe ich das. Und Bams. Bams. Schön. Aus dem Maul. Okay. Sehr schön. Da sollte ich vielleicht auch mal ein paar Sachen wieder umändern. Na, lassen wir erstmal. So, genau das hier. Anzahl von habe ich erledigt. Das heißt jetzt mehr Dingens. FP. Taschendieb. So, wo ist Sheraton? Da. Gehen wir schnell ein jetzt einfach. Das wird auch irgendwie was zu tun geben. Sieht es eigentlich geldmäßig jetzt aus? Sehr gut. Sehr schön. Eine Fertigkeit erlernt. Bin ich irgendwie so durchgedüst oder warum ist ja noch nichts erkundet? Ich glaube schon, ne? Da müssen ja noch einige Dinge erledigen, ne? Nein, das wollte ich nicht.
sind wir 5 Bienen und auch noch Bienen. Okay, wo sind Bienen? Bienen, Bienen, da ist eine Biene. Komm her, du. Und da ist auch eine Biene. Jawohl, das ist eine Truhe. Jawohl, das Kampfverbündeter. Jawohl, mein Gott, boah, nein, nicht mit der verdammten. Na, bei ihm geht das voll schnell. Er glaube ich irgendwie schnellere Rückwärtsschritte und deswegen geht das besser. Genau, Dragon Shot, da wollte ich einsetzen. Ich habe schon gefragt, wo ich ihn hingepackt habe. Sehr schön. Hör gerade auf, ich habe so die ersten Dingensarts. Ersten Arcanarts. Aua. Ludger, Ludger, ups, hier. So, da ist eine Biene und da ist auch eine. Ich muss dich töten. Ja, nicht den, also ich möchte ihn, wo der so am Boden haut. Nein, nicht den. Genau den wollte ich einsetzen. Oh, 50 Treffer. Wie kam ich schon wieder auf 50 Treffer? Aua. Sehr schön. Okay. Zerbauschlag Level 3, was? Lernt was Vernünftiges. Umrundungs-Ninja haben wir jetzt auch noch gelernt, jawohl. Warte mal, da war eine Truhe. Ich will Truhe, die Truhe, jawohl. Ich glaube, wir sollten noch mal kurz in den Wald reingehen, weil dann kann ich mich dahin teleportieren. Wenn ich mich nicht irre. Eine Fertigkeit erlernt, das gucken wir uns gleich alles an. Oh, ein seltener Gegner, also kaputt hauen. Voll ohne nachzudenken, ey. Boah, mein Gott, ich hätte mich umhauen sollen. Aua, aua, oh Gott, Hilfe, was zum? 33 noch und? Ich auch nicht viel, verdammt. Ich war ein bisschen schwach gegen Hammer. Sagen wir nicht so aus. So. Aua. Kann man jemanden Jude wieder beleben? Oh Gott, das ist nicht schön. Dingens. Jude lieber. Nein, Dingens, Ludger. Er kann sich doch verwandeln. Idiot. So, sehr schön. Nicht so schön. Aua. Kannst du es wagen? Ich finde es so richtig schön, dass er buchstäblich unbesiegbar ist in diesem Modus. Wenn wir jetzt noch irgendwie die Möglichkeit hätten, diesen Modus zu verlängern, dann wäre das richtig übel. Hoffentlich kriegen wir auch die Möglichkeit. Es gibt ja New Game Plus, was man machen kann am Ende, wenn man durchgespielt hat. Wie geil wäre das denn, wenn man unendlich mal das einsetzen könnte und er sich nicht zurückverhandeln könnte. Er wäre voll broken. Wow, das hat es richtig gemacht. Da war noch was, das können wir auch noch einsammeln. Wenn wir schon hier sind. Und das auch. Wenn wir schon hier sind. Jetzt gehen wir nach Sheraton. Da ist es sicher. Oder? Kann auch voll der Krieg ausgebracht sein. Ausgebrochen sein während den letzten Jahren. Zwei Stück, ja. Oder war es eins? Boah, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie viele Jahre dazwischen lagen. Eins oder zwei? Eins, ne? Ja, wir können Dinge zerlegen. Ich speichere mal. Den Braten nicht, irgendwas passiert da. Irgendein Gespräch wird und oder das wäre nicht so schlimm, aber
keine Ahnung, irgendwie ist da Redox wieder oder wie auch immer der ausgesprochen wird. Oder Redo, ich glaube Redo, ne? Es wird nicht so ausgesprochen. Dann gucken wir mal hier die ganzen Arts und so, die wir gelernt haben. Drachenschwarm, das ist alles. In Fertigkeiten, ja, danke. Überschreitungsverlängerung 3, das klingt nicht schlecht. Oh ja, das ist gut. Na. Ja. So viel, ey. Erstmal hier so als Mondlichtangriff. Sehr, wow, dauert auch nicht mehr lange. Das kannst du offscreen lernen. Oh ja. Hat keine vollen TP mehr. Das fand ich so gut im ersten Teil. Ausdauer 2, ja. 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 Ja, okay, da können wir irgendwas anderes sein. Zum Beispiel das hier, Geist 2. Mehr TP. Okay, da kann doch irgendwas anderes nur sein, ne? Geist 2, okay, schon daneben. So, ich möchte meine Aufträge abgeben. Then I'll have to brew up a pot soon. The butler and me is positively. Oh verdammt! Warum nicht sagen, der gleich weiter? Tun wir unser Geld hier verbraten, was wir stimmt besser einsetzen sollten. Giddy with anticipation. Wie kann man das einstellen? Hat man schon wieder? Das nette Städtchen Sheraton. Great souvenirs. Luga, is this your first time visiting Sheraton? If there's anything you'd like to know about the city, I would be honored to educate you. Nach den Geistergeschichten der Stadt fragen, nach den beliebten Andenken fragen. Nach den Geistergeschichten der Stadt fragen, ja. Ja, okay, das habe ich mir schon gedacht. Schon mit auf. Ja. So that's what interests you. Oh, hätte ich mal Andenken gesagt, dann mal. Whatever people gather, such stories always seem to follow. Aber die Frage war doch an mich direkt gestellt. Oh, even the stories about the Sheryl Manor, where you've stayed so many nights? Huh? We're not falling for your jokes, Rowan. I'm afraid there's nothing humorous about this. That manor dates back to the era of the six ruling houses. Naturally, it has a story or two to tell. Perhaps the most famous is the tale of the Headless Sentry. Headless Sentry? Yes. They say he wanders the manor every night, searching for his dismembered head. He opens one door, not there. He moves on to the next room, not there either. And then, with a loud crash, the door to your room suddenly opens. Hey. Oh my, what joy to get such a drastic reaction to my humble tale. Ich krieg keine Luft. Wahrscheinlich beißt uns Tipo hier voll in den Kopf. Okay. Neue Sachen, neue Waffen. Jawohl. Mein Gott, wir kriegen direkt schon wieder. Oh, mein Gott, ey. Wie oft. Egal. Unsere AZ hängen jetzt auch ein bisschen davon ab. Das finde ich auch mal richtig toll. Okay, wir kaufen natürlich alles, was wir hier haben. Ich habe so das Gefühl, wir brauchen unser Geld für was Wichtiges. Aber egal. Boink. Boink. Und direkt wieder unser ganzes Geld aus dem Fenster geworfen. Meine Katze ist zurückgekehrt. Ast rein. Mein Gott, hat nichts gemacht. Geh hin. Sofort. Und jetzt haben wir hier auch noch alles mögliche Neues. Du hast Helm ausgerüstet, du kriegst einen Helm. So, Elvin hat Helm ausgerüstet, du kriegst einen Helm. Hey, das geht mir so auf die Nerven. Warum haben die halt immer noch nicht gefixt?
So. Ich will gar nicht auf die Werte, ich kaufe die einfach. So, ihr habt beide die Reife bekommen, ne? Hör auf damit! Nur jetzt Elise gibt's, ne? Ey. Wieso kann man denn... Boah, ich mach das nicht wieder, ey. Oh. Warum ist das denn auch stärker? Nein, machen wir jetzt so alles. Schnauze voll. Okay, kaufen wir zwei von denen. Unser ganzes Geld. Man kann ja nur Elvin ausrüsten. Jetzt müssen wir drei Mäntel kaufen. Die hätten wir ausrüsten sollen. Ah. Okay, jetzt alles zum Ausrüsten. Wird es schon irgendwie bringen, ne? Ich habe keinen Bock, noch meinen nächsten Kampf zu verrecken. Den nächsten Bosskampf, der uns wahrscheinlich irgendwann ansteht. Wenn ich mal irgendwann vorankommen würde. Okay, alles. So. Ausrüstung, alles aktualisiert. Da können wir unsere Quest mal abgeben. Wie ich soll sagen, dann sollten wir mal nächsten Part irgendwie Abwechslung machen und hier. Hier. Bericht. 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 So, können wir irgendwie sowas abgeben? Perfekt. Ich muss ja auch Quest machen, um meine Dings hier aufzuleveln. Ja, meine. Wie heißt das hier? Titel vom. Holzmedaillen und also was. Drizels Krise. In Sheraton. Können wir auch machen. Aber erstmal. Geheimer Samen. Okay, nehmen wir ihn mal mit. Steht Sheraton, da auch. Irgendwo jetzt so finden oder was? Okay, unser Geld ist nicht so sehr gewachsen, schade. Entweder machen wir in der nächsten Folge Elite Monster. Da ist eine Katze, Hallöchen. Bist du die Katze, die wir suchen müssen? Nein, egal. Das war noch besser eigentlich. Da gibt es ja neue Sachen. Sieht nicht so aus, ne? Wie ich mein Geld so aus dem Fenster werfe für alles Mögliche. Wo wir jetzt hier voll brauchen. Kein Wunder, warum der eine uns angreift. Aber ein paar Elite-Monster-Plätten und dann... Oh, wie ich mich darauf freue. Wir machen als erstes diese komischen Schmetterling fertig, der uns so fertig gemacht hat. So. Thalys Höhenstraße. Ich gehe jetzt erstmal hin, damit wir uns jederzeit da importen können. Und damit ich weiß, wo welcher Ort ist. Damit wir da Katzen hinschicken können und was weiß ich. Was? Also. Ich gehe jetzt noch nicht zum Herrenhaus, weil ich habe so Gefühl, da passiert irgendwas. Ja, wir können mal hier die Gegend erkunden. Vielleicht noch ein paar Monsterplätten. Und was weiß ich. Aber die Katze haben wir auch nicht gefunden, fällt mir gerade auf. So. Jetzt können wir uns auch hier hin teleportieren, ne? Der Kulmerfahrt. So, ich habe jetzt nur Dinger genommen für Sheraton und so, ne? Liefere die Doppelpistolen an Drizel. Ein Remus Licht nach Sheraton. Ja. Nein, also nicht. Ich kann die ganze Zeit zwischen den Aufträgen switchen, habe ich so das Gefühl. Also ja. Also das Gefühl, dann werden wir im nächsten Part ein paar Elite-Monster-Plätten, die schon länger zur Verfügung stehen, damit wir irgendwie einen Fortschritt verbuchen können. Was ist der Typ?
Die Typen. Ah. Na, kommt noch. Ist ja gut, Stromteilwiese, Kulmabfahrt. Den werden wir jetzt noch ganz schnell suchen. Ich werde da wohl irgendwo eine Katze finden. Wir müssen alle Gegner hier. Genau, ich setze mal hier ein Dings ein. Einen heiligen Trank. Wenn wir die Monster erledigen müssen, dann können wir da ein bisschen kämpfen. Jetzt können wir erstmal da durch die Gegend rennen und die Katze suchen. Da ist ja nicht so groß, glaube ich. Nee, da ist auch bei mir Schlucht, die kann man auch mal kurz erkunden. Und dann können wir uns auch dahin teleportieren. Na du, das ist ein Beutegegenstand, her damit. So. Einfach so im Schnelldurchlauf erstmal hier durchgehen. Oh, rennen die weg hier aus der Karte. Also ganz weg. Ich wollte schon sagen, ich dachte irgendwie, du bist so ein langgezogener Echsenkämpfer oder irgendwie sowas. Sah es irgendwie so von Weitem so aus. Okay, im nächsten Part werden dann Elipt-Monster. Oh, ich habe einen heiligen Trank zurückbekommen. Sehr schön. Geplättet. Damit irgendwas passiert. Oh, bist du die Katze? Kratzbürste. Sehr schön. Die ganze Musik, ey. Sehr schön. Hier war mal ein Elfritschatz, glaube ich. Im ersten Teil. Kann ich auch nicht so Katzen irgendwie mitbringen? Wird noch bestimmt bessere Belohnungen geben. Ich sollte wirklich immer, wenn ich ein Gebiet das erstmal betrete, heilige Tränke einsetzen, damit ich jetzt so in Ruhe erkunden kann erstmal und dann kann ich hier alles kaputt kloppen. Klingt das nach einem Plan? Okay. Ja, das Ding ist ja auch hier. Der Ort ist ja nicht so groß, das können wir locker immer kurz abgrasen. Ich möchte euch ja nicht langweilen, ne? Aber gibt es im nächsten Part Action wieder. Denn die sehen aus wie Kitty Crisp irgendwie, aber egal. So. Irgend so eine Sackgassen-Story, jawohl. Schon sagt noch kein einziger Schatz zu haben wir gefunden bis jetzt. 5700 Gold. Die Elite-Monster geben ja auch verdammt viel Gold, deswegen können wir die schnell machen. Dann werden wir auch schnell stark und ja. Eins führt zum anderen, würde ich sagen. Habe ich überhaupt schon mit Ron versucht? Ja, ne, mit Ron in der Prim müsste dieser Schmetterling doch voll einfach sein. Oh, noch eine Katze, sehr schön. Michael. Oder Michael. So, komm her, komm her. Art erlernt, Fertigkeit erlernt. Und Truhe. Ausdauerring. Ja, und ich habe irgendwie so einen Tatendrang in jeder Folge. Da komme ich irgendwie gar nicht zu, hier meine ganzen neuen Ausrüstungen und so weiter alles hier mal zu checken. Ich habe auch so ein Krafttrinken und so weiter alles schon gesammelt, aber ich möchte mal so viel in einem Part erreichen und dann erreiche ich nichts und ja, dann erkunde ich neue Orte und suche da Zeugs ab, das Element Erz, jawohl. Wir müssen aber gehen. Und zwar nach Sheraton. Kulmabfahrt, genau. Glaube ich ein bisschen kürzer. Okay, dann schnell den Auftrag abgeben und den Part beenden. Wir wissen's, haben wir auf zwei Parts verteilt, zwei Aufträge erledigt. Sehr geil. Ah, das waren doch, danke. Kratzbürstes Halsband und Kitty Crisps. Kitty Crisps.
Ja, keine Ahnung, dann machen wir Elite Monster. Was sind hier alle noch für Dinge offen? Das Ding habe ich irgendwo noch mal rumlaufen gesehen. Ich weiß nur nicht mehr wo. So, wir machen als erstes den hier, weil der hat nicht mehr so viel. Hier Kehrer Geisterfahrt bei mir Schlucht. So für die hauen uns voll eins auf die Fresse. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2, wo wir hoffentlich irgendwas geregelt kriegen. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss.